Und man muss sagen, diese Hausnummer hat es in sich, die trägt sehr viel Geschichte mit sich. Wenn Sie einfach kurz umreißen, was viele Münchner nicht wissen, was hier mal war und was im Moment hier ist. Also die Arzestraße 12 war zunächst mal die Adresse einer sehr wohlhabenden Familie. Alfred Pringsheim, ein Mathematikprofessor hier in München, Erbe eines riesigen Vermögens, und der hatte mehrere umfangreiche Kunstsammlungen, war ein großer Freund und Förderer der Musik, insbesondere Förderer Richard Wagners. Und der hat eben hier in seinem Haus Konzerte gegeben. Und so dass man sagen kann, dass vor 100 Jahren eben auch schon in der Arzestraße 12 viel für die Münchner Kultur getan worden ist. Dann, als die Nazis dann in den 30er Jahren diese ganze damals mehr oder weniger offene Seite des Königsplatzes erworben haben, die einzelnen Häuser gekauft haben, da wurde dann hier das Parteizentrum errichtet, der sogenannte Führerbau hier in der Arzestraße 12, auf der anderen Straßenseite der sogenannte Verwaltungsbau. Und in der Arzestraße 12, da war eben ein Repräsentationsbau der Nazis. Hier fand dann 1938 auch das Münchner Abkommen statt, zum Beispiel der traurige Höhepunkt in der Geschichte dieses Gebäudes. Nach dem Krieg kamen dann die Amerikaner hier rein, haben hier verschiedene Einrichtungen gehabt, haben hier ihr Hauptquartier gehabt, haben hier zunächst mal dann einen Central Art Collecting Point eingerichtet, wo sie also Kunstwerke, die sie aufgefunden haben und die hier dann gelagert wurden, um festzustellen, wo die herkommen. Dann war hier das Amerika-Haus von 1948 bis 1957, und seit 1957 sind wir hier drin, also die Hochschule für Musik und Theater. Genau. Eine wunderschöne Nutzung. Jetzt muss man dazu sagen, wir durften jetzt eben auch den Keller besichtigen. Und der Keller hat es ja in sich, der trägt ja auch viel Geschichte mit sich. Naja, also im Keller sind natürlich viele Verbindungsgänge zu Nachbargebäuden. Das war ja damals so, dass auch diese beiden Gebäude schon bald nicht mehr gereicht haben und die Nazis dann in dieser ganzen Umgebung hier insgesamt mehr als 50 Gebäude erworben haben und verschiedene Parteiunterorganisationen dann hier untergebracht haben. Und diese Verbindungsgänge, die nun ha hauptsächlich eigentlich der Wartung der Versorgungsleitungen dienten, die sind eben zum Teil noch erhalten. Und das ist natürlich immer ein bisschen was Mysteriöses, aber eigentlich, wenn man weiß, dass es nur Wartungsgänge sind, dann entzaubert sich das vielleicht ein bisschen dann auch. Also Wartungsgänge, die aber natürlich auch in der Zeit der Bombenangriffe genutzt wurden. Es wurde hier sehr viel Kunst gelagert. In welchen Jahren und wie viele Kunstwerke waren es? Ja, also das ist richtig. Die Nazis haben für das in Linz geplante große sogenannte Führermuseum Kunstwerke aus aller Welt zusammengetragen. Aus geplünderten Museen, aus enteigneten Sammlungen, aus den eroberten Gebieten, aus durchaus auch hauptsächlich aus Erwerbung auf dem Kunstmarkt. Und die lagerten dann hier in den Luftschutzkellern. Sicherlich relativ lang bis 1944. Es gab verschiedene Inventare. 1943 lagerten hier 3600 Bilder, alles Alte Meister, alles Rembrandt und so, also ganz was Besonderes. Und diese Bilder wurden dann eben von Zeit zu Zeit auch Hitler gezeigt, der dann eine Auswahl für sein Museum treffen sollte. Aber dieses Museum ist nie zustande gekommen, das ist immer nur geplant gewesen. Und als dann die Bombenangriffe begannen, sind die Bilder auch ausgelagert worden. Also das Ganze hatte dann auch bald wieder ein Ende. Jetzt war es aber so, dass wir haben unten im Keller auch gesehen, dass sich also amerikanische Soldaten da verewigt haben in den Wänden. Wie kam es dazu? Ja, als die Amerikaner hier bei Kriegsende reinkamen, haben sie verschiedene Graffiti eben hinterlassen. Und ich finde die auch erhaltenswert. Wir haben jetzt Glaswände davor gemacht, um diese alten Graffiti zu schützen. Es kamen leider immer wieder irgendwelche Idioten dazu, die dann andere Graffiti noch dazu hinzugefügt haben, und jetzt haben sie keine Chance mehr. Jetzt sind da Glaswände davor. Jetzt kommt in unmittelbare Nähe, das wird ja Ende April eröffnet, ein Dokumentationszentrum dazu. Wird es dann auch einen Bezug haben zu diesem Keller, oder bleibt der einfach, sage ich jetzt mal, für die Öffentlichkeit erstmal geschlossen? Was passiert mit dem Keller? Also diese Keller werden nicht zugänglich sein. Da sind ja so viele technische Einrichtungen, und dann ist der Zugang und der
Ausgang auch immer ganz kompliziert. Also das ist nicht gedacht, dass die Keller dann auch zugänglich werden. Wir werden sicher ab und zu mal Führungen machen unter Aufsicht, aber allgemein zugänglich werden sie sicherlich nicht. Wie das mit den Führungen aussieht, wenn das NS-Dokuzentrum fertig ist, da sind wir uns noch nicht ganz einig mit den Kollegen hier aus der Nachbarschaft, mit denen wir aber sonst ein ganz wirklich gutes Verhältnis haben. Aber wie das dann mal aussehen wird, ist noch nicht geklärt. Also weder das NS-Dokuzentrum noch wir haben personelle Kapazitäten, um hier allzu häufig Führungen zu machen. Und das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber der Keller wird tabu sein. Jetzt habe ich an den Türen unten gesehen, da steht dann auf einer Tür Kartoffelkeller, auf einer Tür Rotweinkeller. War da wirklich dann, waren Kartoffeln drin und Rotwein? Also ich war nicht dabei, aber damals war natürlich für die großen Empfänge, die ja hier geplant wurden und für das das Haus eben auch errichtet wurde, waren eben Vorratskammern vorgesehen da unten. Kartoffelkeller, Rotweinkeller, Wild und Geflügel, Obst und Gemüse und sowas. Und die Aufschriften sind halt noch da. Es sind auch Kühlanlagen damals eingerichtet worden. Also ich unterstelle jetzt mal, dass die auch genutzt wurden damals. Jetzt muss ich bloß nochmal nachfragen wegen der Gemälde. Sie sagen, die Gemälde sind ausgelagert worden dann 1944. Es waren aber dann doch noch irgendwie Gemälde da. Und da gab es auch dann natürlich in der Geschichte des Kellers den größten Kunstraub der Stadt. Hat mal ein Journalist geschrieben, was genau ist da passiert? Ja, das sind natürlich schöne Geschichten. Es kamen relativ spät noch weitere Lieferungen hier in das Haus. Also etwa 450 Bilder lagerten noch hier, als die Nazis das Gebäude verlassen hatten und die Münchner dann in der Nacht vom 29. auf 30. April 1945 dieses Haus hier geplündert haben. Und diese Bilder wurden dann eben auch mitgenommen von den Münchnern in Anführungszeichen und sind dann also nur zum Teil wieder aufgetaucht. Also es wurde dann relativ bald eine Kommission eingerichtet, um diese Bilder wiederzukriegen. Damals hat man aber nur ein Drittel gefunden, der Rest ist weitestgehend bis heute verschollen und das ist natürlich herrlich, wenn dann ab und zu mal eins auftaucht. Wie vor ein paar Jahren mal, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahren mal bei Kunst und Krempel. Das ist natürlich spektakulär, wenn dann eines dieser Bilder wieder auftaucht. Man weiß ja, was damals da war. Das ist alles damals inventarisiert worden und ist natürlich spannend, wenn das dann wieder auftaucht. Was ist das für ein Gefühl, als Kanzler in dem ehemaligen Braunen Haus zu arbeiten? Also das Braune Haus war das Nachbargebäude. Ja, genau. Das ist hier der sogenannte Führerbau. Ja, es ist ein komisches Gefühl insofern, als dass man natürlich immer mit dieser Nazi-Vergangenheit konfrontiert wird. Also mir ging das immer so, die Nazi-Zeit war für mich Geschichte, so wie die Römer oder wie die Französische Revolution. Und wenn man dann hier in so einem Gebäude arbeitet und konfrontiert ist mit dieser Vergangenheit und einem auch immer wieder bewusst wird, das war ja gerade erst. Ja, es gibt ja noch viele Leute, die diese Zeit miterlebt haben, das ist alles noch nicht lange her. Dann wird einem vieles bewusst und ich bin auch, seit ich hier arbeite, viel mehr interessiert an dieser Nazi-Geschichte, wobei mich am meisten interessiert, wie ist das damals passiert, was war denn hier los, wie kann man sowas wieder verhindern, wie muss man umgehen miteinander, um einfach diese Zeit nicht wieder erleben zu lassen. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir auch immer wieder drüber nachdenken über diese Zeit, denn diese Frage, wie geht man miteinander um, wie geht man mit Minderheiten um, mit Behinderten, mit Andersgläubigen, unsere Werte überdenken. Das hat Johannes Rau mal sehr, sehr schön gesagt, dass es wirklich nicht jetzt heute nicht mehr darum geht, die Schuldfrage zu diskutieren, sondern dass man viel mehr diskutiert, welche Folgen ziehen wir daraus und was kann man tun, damit sowas nicht mehr passiert. Das ist etwas, was mich wirklich immer wieder beschäftigt. Jetzt ist das Haus ja eine Hochschule für Musik, das heißt, es wird Unterricht gegeben, es wird Leute ausgebildet. Sind Sie auch ein touristisches Zentrum? Kommen hier Touristen rein, die fragen, ui, was ist denn da, kann ich mal gucken? Ja, also es kommen Touristen, es kommen hauptsächlich ausländische, interessanterweise, hauptsächlich ausländische Touristen, die wir aber jetzt immer nur unten in den Eingangsbereich lassen. Also wir lassen sie nicht ins ganze Haus rein, weil wir dann unseren Betrieb hier dicht machen können, wenn zu viele kommen.
Also ich bin auch gespannt, wie das weitergeht, wenn das NS-Doku-Zentrum fertig wird. Großes Interesse, hauptsächlich ausländische Touristen. Ich unterstelle aber mal, wenn das hier bekannter wird wieder und das NS-Doku-Zentrum dafür sorgt, dass das hier, dass die Geschichte mehr wieder ins Licht der Öffentlichkeit kommt, dass dann auch wieder mehr Touristen kommen werden. Womit wir irgendwie umgehen müssen dann auch. Ein neuer Platz für eine Hochschule für Musik oder wäre das eine Anregung? Also wir haben uns jetzt vorgenommen, uns zu konzentrieren auf die Generalsanierung dieses Gebäudes hier. Es ist natürlich, gibt Leute immer wieder, die sagen, wäre das nicht sinnvoller, gleich irgendwo ein neues Gebäude zu errichten, wobei wir aber eben nicht wissen, wo. Also wo gibt es hier in München im Stadtzentrum noch Raum für uns? Wir wollen auf keinen Fall an den Stadtrand. Wir sind mit den vielen Veranstaltungen, die wir haben, sind wir angewiesen darauf, dass Besucher kommen und wir wollen hier eigentlich nicht weg. Okay. Herzlichen Dank. Okay.